Hallo meine Lieben, ich bin's, Irene aus dem Bastelzimmer, zurück von On Stage mit dem neuen Stampin' Up! Jahreskatalog 2019-2020. Und da möchte ich dir jetzt mal ein paar Sachen zeigen. Den Inhalt darf ich nicht zeigen, also ich darf das jetzt nicht aufblättern. Und ich darf aber das Cover zeigen und ich darf zeigen, was ich aus Düsseldorf mitgebracht habe. Wenn dir mein Video gefällt und du keins mehr versäumen möchtest, dann abonniere jetzt einfach mal meinen Kanal, aktiviere die kleine Glocke und dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. So, wir starten jetzt mal mit dem Cover. Darauf siehst du schon hier oben eine ganz tolle Geschichte. Das ist, ich decke das mal so ein bisschen ab, dann kann man es vielleicht auch noch besser sehen. Das ist eine maritime Produktreihe. Die durften wir auch ausprobieren und ich finde die wunderschön, nicht weil ich aus dem Norden komme, sondern weil ich mag einfach sowieso blau-weiß und ich mag Leuchttürme und ich mag Segelschiffe und das gefällt mir super gut. Damit haben wir, wie gesagt, gebastelt und ich zeige dir mal die Karte, die es dann geworden ist. Das war unser Beispiel und das ist meine Karte. Und hier kannst du schon ganz viel Neues sehen. Also es wird zur Produktreihe passend einen schöne zweifarbige Kordel geben. Es wird ganz entzückende Embellishments geben. Da muss ich mal gucken, da habe ich noch ein zweites. Und zwar hier siehst du einen Anker. Und dann habe ich hier noch so ein Steuerrad in der Hand. Und das Ganze kommt dann in so einer Dose. Ich glaube 10, 20 Stück. Also wie viel da genau drin sind, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das ist dann passend hierzu. Es sind schöne deutsche Sprüche da drin enthalten. Und das Ganze ist so in Richtung Savanne, Marineblau, Wildleder, also alles so schön geeignet, um, wie gesagt, maritime Karten zu machen. Aber ich finde auch besonders gut für Männerkarten ist das mal geeignet. So, dann haben wir weiter gebastelt. Und zwar mit diesem Stempelset. Frei wie ein Vogel. Haben wir dann diese Karte gebastelt. Das ist auch Teil einer Produktreihe. Das heißt, dazu passend gibt es dann zum Stempelset Framelits. Wunderschönes Band. Das ist hier so eine Spitze, ganz fein und zart, so ein bisschen Vintage-mäßig. Und also Stempelset, Framelits, Designerpapier und noch so ein bisschen Zubehör. Ich gucke gerade, ich habe irgendwie noch ein zweites Blatt Designerpapier bekommen. Ja, das war wahrscheinlich zu klein und dann haben sie, es war wahrscheinlich für den amerikanischen Markt zugeschnitten. Auf jeden Fall kann ich dir jetzt mal von diesem Designerpapier die zweite Seite zeigen. Das ist doch auch nicht schlecht. Die ist dann nämlich passend in Osterglocke und das sind so Fußabdrücke vom Vogel. Ja, so würde ich das nennen. Ist auf Deutsch. Unzertrennlich wie du und ich. Herzlich willkommen bei uns. Das finde ich ja mal richtig gut. Das ist natürlich toll, wenn man einen neuen Kollegen hat oder eine Kollegin hat. Dann steht da endlich mal willkommen bei uns, ja, im Team praktisch. Ne? Ich singe dir ein Geburtstagslied, denn es ist schön, dass es dich gibt. Danke dafür, wie du bist und Kuckuck. Okay. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Projekt. Auch wieder eine Karte haben wir gebastelt mit dem Stempelset Florale Freude. Das ist auch eine Produktreihe und hier gibt es dann diesmal passend keine Framelits, sondern eine Handstanze, um dieses dreiblättrige Blütenelement auszustanzen. Und das kann man dann später zur Blüte zusammensetzen, so einfach übereinander setzen. Und wir haben verwendet rosafarbenes Transparentpapier. Das ist auch neu im Sortiment und das kann man super gut bestempeln. Man muss die Stempelfarbe nur ein bisschen länger trocknen lassen. Das hier in der Mitte, die habe ich hier auch nochmal in der Hand, das sind so Filz, ich nenne die jetzt mal Püschel, das sind tatsächlich so Blütenstempel.
Die sind wirklich dafür gedacht, um sie in diese Blüten reinzusetzen. Könnte man auch so in das Stempelmotiv reinsetzen oder auch in unsere Margeriten, in das Gänseblümchen. Dazu passend gibt es auch Band. Ich meine, das war so ein Kombipack hier. Einmal ein Leinenband und dann eine, ja, ich würde sagen, waldmoosfarbene Kordel. Also auf die Farben nageln mich nicht fest. Das sieht man dann ja später auch, wenn wir den Katalog richtig öffentlich zeigen können. Aber erstmal vorab. Ach ja, genau. Und natürlich gibt es auch, ich muss das mal runternehmen hier, Designerpapier. Das sieht man auf der Karte jetzt nicht mehr so gut, weil das natürlich verdeckt ist. Das ist ein, ja, ein Designerpapier, was an Monet erinnert. Und das haben unsere Designer bei Stampin' Up! Tatsächlich selber gemalt und dann fotografiert, digitalisiert und ja, entspricht halt diesem Stil. So, dann haben wir noch was gebastelt. Ja, 1, 2, 3. Eigentlich haben wir noch mehr. Genau, das ist noch nicht fertig geworden bei mir. Aber ich zeige dir gerne mal das Beispiel. Also in solchen Päckchen kriegen wir unser Material zum Basteln und dann ist da auch immer so eine Anleitung dabei und es wird uns aber auch noch erklärt, wie die Karten oder die Sachen halt zusammengesetzt werden. Das ist in diesem Fall jetzt eine Grundkarte, die wird mit einem Stempelmotiv bestempelt, dann kommt Designerpapier drauf und am Ende das Motiv. Und das ist ein Motiv, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Nee, steht auch nicht drauf. Gehört aber zu der Reihe kreiert mit Liebe, hat was mit Handmade zu tun, ist alles rund ums kreative Gestalten. Darum dreht es sich in diesem Stempelset. So, dann habe ich genau ein Geschenk. Wir haben bei der Veranstaltung kriegen wir ja immer Geschenke. Also wir kriegen eine Tasche geschenkt und darin ist auch immer ein Stempelset enthalten. Und das heißt Gänseblümchenglück. Und wie du siehst, ist hier ein Gänseblümchen, wo dann auch wahrscheinlich diese Püschel, da passen sie nicht, aber da haben wir ja die großen, dicken Strasssteine. Aber in die kleine Blüte, da passt es genau rein. Genau. Also, Gänseblümchen, den Stanzer haben wir bereits. Und zu diesem Gänseblümchen wird es den Stanzer dann im Katalog geben. Und natürlich auch als Produktpaket mit 10% Rabatt. So, das finde ich ganz toll. Dann hat man nämlich zu dem großen Gänseblümchen-Stanzer jetzt zwei Motive und zum neuen kleinen haben wir dann ein Motiv. Und das kann man natürlich alles super miteinander kombinieren. Dann habe ich bekommen, ich sehe gerade, hier sind noch meine Zeichnung, meine Versuche vom letzten Video. Das gab es zu gewinnen bei der Prize Patrol. Ein ganz tolles Stempelset. Genussvolle Grüße. Da ist drin enthalten eine Kleinigkeit für dich. Ich wünsche dir einen genussvollen Geburtstag. Lecker und mit 100% Liebe. Das ist natürlich perfekt, wenn man selbstgemachtes so Marmelade und sowas verschenken möchte. Dann haben wir hier noch Glückwunsch zum neuen Zuhause, zum gemeinsamen Leben. Willkommen, Baby. Das könnte man dann wieder kombinieren. Hier ist ein Für von drin. Finde ich auch immer total wichtig, gerade zu Weihnachten. Und ein paar Blütenmotive und ein bisschen Schnörkel, dass man das dann noch weiter ausdekorieren könnte. So, dann habe ich noch ein Set und dazu muss ich kurz sagen, ich hatte mein Teammitglied dabei und die hat mir da habe ich netterweise ein paar Sachen zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich hier ein bisschen mehr zeigen kann. Ein super schöner Hintergrundstempel, Birch nennt sich der. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber ist auch egal, es ist ja eh nur ein Hintergrundstempel. Und das ist so, ja, ein bisschen wie Holzmaserung, aber irgendwie auch nicht, so wie antike Bretter, also gefällt mir richtig, richtig gut. Ist ein Gummistempel, finde ich auch gut. Genau, so sieht er aus. Und das ist natürlich auch super dann für eine Kartenfront. Ja, das passt ja. Ah, das passt natürlich genau drauf, ne? Sehr schön. Ja. Und habe ich noch was? Ja.
Ich war am Vorabend eingeladen zur Extraveranstaltung für Silber-Elite-Demonstratoren, für Führungskräfte. Und da haben wir als Begrüßungsgeschenk noch diese Handstanze bekommen. Die ist also ganz neu. Die heißt, nicht, dass ich das jetzt wüsste, wie die heißt, Etikett. Irgendein Etikett ist das. Sehr schön, sehr vielseitig einsetzbar. Also da, auch das wird mit Sicherheit eine meiner Lieblingsstanzen werden. Dann habe ich noch mehr. Es gab noch einmal als Geschenk für alle Teilnehmer einmal Designerpapier. Das nennt sich märchenhaftes Mosaik. Genau, das sind so. Also die Vögel sind hier mit Mosaiken dargestellt und sind immer natürlich auch doppelseitig, klar, zweiseitig verwendbar. Ist so ein bisschen wie im Ägypten in so einem Bad. So, da erinnert mich das so ein bisschen dran. Genau, also einige davon sind foliert. Hier, die sind glänzend foliert und diese sind jetzt matt. Das ist wieder ein foliertes. Naja, jetzt kommen hier auch noch Blütenmotive. Das ist auch wieder, ja, das ist auch so leicht glänzend erhaben. Und das glänzt auch. Genau, diese, also man kann es nicht richtig sehen, ne? Diese Mosaike, die glänzen, wenn man da so ein bisschen das bewegt. So, das war das. Dann wird es geben eine ganz tolle Sache. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, in Amerika gibt es eine Produktreihe, die nennt sich Paper Pumpkin. Das ist ein monatliches Abonnement, was es darum auch nur in Amerika gibt. Und einmalig wird es dieses Materialpaket Paper Pumpkin, einmalig wird es das auch in Deutschland geben. Und da hat unsere Firmengründerin Shelly sich rangesetzt und hat mit den Designern von Stampin' Up die Projekte entwickelt, die da drin sein werden. Und eine Sache daraus haben wir schon bekommen und hätten das basteln können. Ich habe es gerade gar nicht geschafft. Also das sind so vorgefertigte Karten, die schon bedruckt sind. Das würde jetzt hier noch bestempelt werden. Und dann mit den Sachen, die dabei sind, dann dekoriert. Und ich habe das Glück gehabt, auch noch dieses kleine Stempelset schon zu bekommen. An unserem Tisch wurden ja die Bastelkisten, die werden ja immer verteilt und meine Teammitglieder, mit denen ich zusammengesessen habe, die sind immer super korrekt und das geht alles jeder bekommt ein Stempelset und jeder bekommt dies und so. Das ist total, finde ich total schön, dass jeder auch mit gleichwertig teuren Sachen nach Hause geht. Und ich hatte halt, wie gesagt, noch das Glück, am Ende noch dieses Stempelset vom Paper Pumpkin zu gewinnen und kann dann diese Karte auch noch fertigstellen. Das war es jetzt schon fast mit den Neuheiten, die ich mitgebracht habe. Ja, ist gar nicht so wenig, muss ich sagen. Es wird noch geben im Katalog so kleine Schachteln. Hatten wir, glaube ich, schon mal so ähnlich. Ne? So kleine Schächtelchen, die man ganz einfach zusammenbauen kann. Ja, so. Falsch rum. So rum gehört, das wird da reingesteckt. So. Und die sind vorgedruckt. Das ist natürlich jetzt was für absolute Stampin' Up-Fans, ne? Also für Demos und auch für Kunden, die so richtig Stampin' Up-Fans sind. Da ist nämlich auf zwei Seiten das Logo aufgedruckt. Wer das nicht mag, der macht da einfach ein Etikett drüber, ne? Beidseitig dekoriert das schön und dann ist das weg. Aber wie gesagt, für uns Stampin' Up-Liebhaber ist das natürlich genial. Da freuen wir uns alle drüber. Es wird dazu passend auch sogar noch ein Motivklebeband geben mit Stampin' Up-Logo, was man dann zum Verschließen nehmen könnte. Also ganz süß. Das stand als Deko auf dem Tisch, durfte ich mitnehmen und deswegen kann ich es hier heute zeigen. Ja, das war's. Also ich bin eigentlich, wie gesagt, ganz happy mit meiner Ausbeute, als wenn ich auf die Jagd gegangen bin. Sieht das schon mal ganz gut aus. Also ist hier schon mal 2, 4 und das kleine. Und hier ist hier noch ein Stempelset. So, und das kleine Stempelset noch von Shelly.
Das sind ja schon mal 6 Sachen, die ich hier habe, den Stanzer und so. Also das ist auch ein bisschen Band und ein paar Beispiele habe ich schon. Ja, ich denke, damit kann ich schon mal ein bisschen was anfangen. Und als erstes wird erstmal Gänseblümchenglück dran kommen, weil ich da ja schon den großen Stanzer zu habe. Ich hoffe, meine kleine Vorschau, Pre-Order ist es ja nicht, also Mitbring-Vorschau von unserer Onstage-Veranstaltung in Düsseldorf hat dir gefallen. Ich habe hier nochmal den Katalog. So sieht er aus. Diese Produktreihe habe ich, da habe ich nichts von. Das sind Magnolien, meine ich. Magnolienweg heißt die, auch total schön. Da gibt es auch eine Handstanze oder Framelits zu. Ja, auch sehr, sehr schön. So, das war's, wie gesagt, von mir in Kürze. Wenn mein Video dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einer schönen Bastelidee.